Im Rahmen eines Projektes für Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement arrangierten Schülerinnen der HLWFW Kufstein kürzlich ihre eigene Blutspendeaktion. Von der Gestaltung für Plakate und Flyer über die Vermarktung des Events bis hin zur Organisation eines Buffets kam viel Arbeit auf die 16- bis 17-jährigen Damen zu. Der Ablauf war dabei gut strukturiert. Heute findet unsere Blutspende statt. Und ja, als erstes gehen wir zur Anmeldung und danach werden wir weitergeschickt in unseren Raum, wo man alles ausfüllt. Und danach haben wir ein Gespräch und danach geht es gleich zur Blutspende. Und zum Schluss gibt es noch ein Buffet an unserer Schule und das haben wir alles selber organisiert. Und bei uns gibt es ganz viele verschiedene Sachen, viel herzhafte Sachen, aber auch viel süße. Wir haben zum Beispiel Schokogroissants oder Nussschnecken, aber ein Fleischkäse oder ein Schnitzelsemi. Mit ihrer Veranstaltung erregten die Schülerinnen Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema. Ja, also das Blutspenden ist deswegen wichtig, weil es natürlich immer wieder Menschen gibt, die das Blut brauchen. Also entweder, weil sie einen Unfall gehabt haben oder weil sie eine Operation haben. Und genau. Und wir sind quasi vom Roten Kreuz, vom Blutspenden in Tirol, in ganz Tirol unterwegs und heute sind wir eben da in Kufstein. Es ist an und für sich sehr egoistisch. Wir brauchen dieses Blut. Wir wissen ja nicht, ob es dann für uns ist, aber es ist dann auch für einen selber, wenn man etwas hat, eine Operation oder sonst ein medizinischer Notfall, auch Notfall in der Familie. Es ist an und für sich etwas Soziales, wo man sagen muss, ja, das machen wir jetzt. Um selbst Blutspender zu werden, muss man zuerst einige Voraussetzungen erfüllen. Es ist so, dass man bei uns also Blut spenden kann, wenn man mindestens 50 Kilogramm hat. Es werden dann ein paar Teste am Anfang gemacht. Es wird der Hämoglobinwert bestimmt, der Blutdruck wird bestimmt und die Körpertemperatur wird bestimmt. Also man darf quasi nicht krank sein oder Fieber haben oder einfach irgendwelche Krankheiten haben. Das wird dann auch nachher nochmal abgeklärt im Rahmen einer Anamnese beim Arzt oder bei der Ärztin. Genau. Und dann wird man quasi zur Blutspende zugelassen und das Prozedere ist dann das. Es dauert dann ungefähr 5 bis 10 Minuten und wir nehmen 450 Milliliter Blut ab. Neben der Möglichkeit, mit seinem Blut Leben zu retten, ergibt sich für den Spender auch ein eigener Nutzen. Ja, es gibt schon einen Vorteil auch für die Blutspender. Und zwar bekommen die einen Blutspendeausweis zugeschickt und sie bekommen auch immer die ganzen aktuellen Testergebnisse zugeschickt, die einfach gemacht werden, um zu wissen, dass das Blut in Ordnung ist für die Patienten, die dann das Blut bekommen. Und dort bekommen dann alle Blutspender auch die Ergebnisse zugeschickt. Die Auswirkung auf den Körper des Spenders ist also durchwegs positiv. Es regt die eigene Blutproduktion wieder an und es wird alles auch innerhalb von wenigen Stunden wieder nachgebildet. Das Einzige, was länger dauert, ist die Nachbildung der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten. Das dauert ungefähr 3 bis 6 Wochen und das ist auch der Grund dafür, warum man immer mindestens 8 Wochen warten muss zwischen 2 Blutspenden. Die Blutspendeaktion in der HLWFW war ein voller Erfolg. Insgesamt kamen über 200 Blutspender dem Aufruf der Schülerinnen nach. Darunter 6 Erstspender.